Hallo und herzlich willkommen zurück zu Marvel Avengers. Ja, in der letzten Folge haben wir Tony Stark freigeschaltet, der zugegeben ziemlich milchbubihaft aussieht, irgendwie, wenn man die Filme kennt und die Stimme auch jetzt nicht so besonders männlich wirkt. Ohne jetzt natürlich seinen Synchronsprecher da irgendwie in die Pfanne hauen zu wollen, aber jetzt in Bezug auf Tony Stark meine ich. Wir haben eine Mission und zwar sollen wir schauen, dass wir uns zum Haupthangar begeben. Was macht ihr denn hier? Will ich wissen, was hier vor sich geht? Hey Tony, ich unterstütze Bruce nur bei einem technischen Problem. Oh, ich sehe schon. Hier wartet Arbeit auf mich. Das ist keine Hilfe, Tony. Okay. Gut, wir laufen wahrscheinlich. Ja, er meldet sich immer live irgendwie. Wir laufen wahrscheinlich wieder komplett durch. Hat das nicht vorher funktioniert? Ja, eigentlich schon. Okay, Jarvis, Zeitnahme. 1,04 Sekunden, Sir. Oh, ich bin etwas eingerostet. Okay. Jarvis, Frage. Wo bewahren wir die Zündkerzen auf? Die Initiatorkerne sind in der anderen Ecke des unteren Decks, Sir. Volltreffer! Bekomme ich jetzt einen Preis, Sir? Den größten Preis von allen. Meine Zuneigung. Wie aufregend. Nö. So, wir dürfen wahrscheinlich auch wieder nicht springen, gehe ich mal davon aus. Ah, hier ist auch noch was Schönes. Reaktorausrüstung. Okay, da schauen wir doch mal eben nach. Ja, das ist das Letzte. Das ist echt das Letzte hier. Ich nehme mal an, genau, dass das hier besser ist. Da haben wir auch noch ein Ausrufezeichen. Da ist aber keine Verbesserung, so wie ich das sehe. Und da ist auch keine Verbesserung. Okay. Warum darf ich jetzt hier nicht laufen? Hallo? Da hinten kann ich noch rum. Kann ich hier rüber gehen? Ja, da kann ich rüber gehen. Okay, hier darf ich auch wieder laufen. Sehr schön. Da ist nämlich noch etwas, was ich gerne hätte. Panzerausrüstung. Da schauen wir dann trotzdem noch mal kurz nach. Wieso hat er das hier eigentlich nicht registriert, weil ich nicht da drauf war? Ah, die können wir nutzen. So, wir müssen uns in die Ecke hier begeben. Beziehungsweise hier durchgehen. Ja, das entspricht völlig den Sicherheitsstand. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Wenn ich nur... Oh, das sind definitiv die Initiatorkerne. Moment, haben die größeren Aimbots nicht ähnliche Kerne? Wenn ich so einen hätte, wäre der alte Vogel sofort wieder in der Luft. Korrekt, Sir. Aber jemand müsste besagten Initiatorkern beschaffen. Ja, ich habe praktisch keine Rüstung. Aber vielleicht könnte ich was zusammenbasteln. Ich durchsuche das Inventar nach übrig gebliebenen Rüstungsteilen. Danke, Kumpel. Hey, Tony, ich arbeite noch an der Tür. Kannst du mal nach Kamala sehen? Sie hat wohl ihre Sprechanlage ausgeschaltet. Oh, okay. Sicher. Ja, diese ganze Sache bestimmt hart, sich daran anzupassen. Alles klar. Okay. So, das heißt, wir müssen da hinten wieder hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ihr Zimmer jetzt eigentlich war. Aber zum Glück, da waren wir ja schon an der Kiste, ne? Zum Glück zeigt uns... Zweiter Stock der alten Crew-Quartiere, stimmt's? Jarvis, kannst du sehen, ob sie überhaupt oben ist? Sir, es gibt kein Überwachungssystem in den Privatquartieren. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Sie, Sir. Natürlich. Es wäre trotzdem schön, wenn man hier mal laufen könnte. Ah, gerade haben wir es gesagt und schon können wir es wieder. Hallo, nimmst du das mal an? Ah, die alte Kantine.
Ja, das war jetzt nicht besonders viel Info. Okay, hier können wir wieder nicht laufen. Oh Mann. Leute, ganz ehrlich. Ach, hier oben links war das, glaube ich, oder? Ja, genau. Dann betrete ich jetzt also das Zimmer eines Teenagers. Wow. Hey. Tut mir leid. Klopf doch an. Ich hab's versucht. Das ist eine Klopffaust. Jarvis, hilf mir doch mal. Der Sperrmechanismus einiger Crewquartiere auf der Chimera scheint noch nicht aktiv zu sein. Dachte ich mir. Ich kümmere mich drum. Bitte tu das. Wir treffen uns in 10 Minuten auf dem Kommandodeck. Du solltest auch kommen. Ich weiß, ich sehe lächerlich aus. Ja? Das tust du. Mann. Nein, 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 nein. Das tun wir doch alle. Das gehört zum Job. Hast du Matuas Outfit gesehen? Wehender Umhang? 80s Schulterpolster? Ziemlich lächerlich. Ich stehe auf diesen, Oh, das ist ein Burkini. Meine Ma hat ihn mir gekauft. Muslimas tragen sowas zum Sport, weißt Sehr du? Das ist cool. Oh, ich denke, ich sollte was anderes warte, anziehen. Warte, 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 warte. Beim Outfit geht's nur um Haltung. Wirk einfach überzeugend. Los, zeig mal. Komm schon, das kriegst du besser hin. Ja, genau, das meine ich. Okay. Vielleicht könnte ich dir mit einem Upgrade helfen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wirklich? Ja. Oh, und wenn Bruce was sagen sollte, erinnere ihn einfach dran, dass er eine super stretchy Leggings trägt. Bruce, der Kleinen geht's gut. Sie ist zäh. Ich mag sie. Und sie lacht über meine Witze. Ja, sie wächst einen ans Herz. Hey, kommst du zu mir ins Tech-Labor? Die Tür ist so gut wie repariert. Wird gemacht, Stretchhose. Wie bitte? Nichts, bin unterwegs. Stretchhose. Okay, also das scheint unten zu sein. Ich verstehe nur nicht, warum wir jetzt hier überhaupt nicht laufen dürfen. Das ist dann teilweise so episodenmäßig. Kann ich mich dann ein bisschen schneller bewegen? Ist das jetzt... Nee, hä? Ach so, ja, da steht er doch. Ich dachte, er ist woanders hingegangen. Du arbeitest immer noch an dieser Tür, oder? Ich muss nur den kompletten Verteilerkasten entfernen und dann die Verbindung... Ah, gut gemacht, Kumpel. War doch gar nicht so schwer. Ja, wie man's nennt, ne? Langsam erwacht hier alles wieder zum Leben, was? Willst du ein Kompliment hören? Nein, nein, war nur eine Feststellung. Na schön. Danke für deine Hilfe, Tony. Siehst du, war gar nicht so schwer, oder? Können wir doch irgendwas machen? Nein, schade. Okay, wir müssen darum. Endlich daheim. Ist hier oben noch irgendwas zum Einsammeln? Nein, ne? Da sehe ich aber irgendwas blitzen. Okay, es ist anscheinend nur das Licht. Falls wir irgendwo hin wollen, brauche ich eine alternative Energiequelle. Die Chimera ist für Terrigen ausgelegt, aber ich kann sie für etwas weniger Explosives umbauen. Ich scanne die Region auf Quellen, aber es wird etwas dauern, die Wärmesignaturen potenzieller Initiatorkerne zu identifizieren. Gut, bis dahin brauche ich eine neue Rüstung. Wo finde ich Teile, um die Fertigungseinheit zu reparieren? Ich habe einen guten Bergungsort gefunden und die Koordinaten an den Einsatztisch gesendet. Sobald sie bereit sind. Einsatztisch, verstanden. Fertigungseinheit reparieren, glänzende neue Rüstung bauen, dann den Vogel in die Luft bringen. Okay. Ansonsten haben wir hier jetzt aber nichts, was ich jetzt hier irgendwie sehen könnte. Da hinten kommen wir, glaube ich, wieder zum Einsatztisch zurück. Und hier haben wir, glaube ich, schon alles eingesammelt mit der Kamera. Quatsch, mit der... Oh, hier ist noch was. Moment. Das sieht mir aber doch sehr gut aus. Das müssen wir uns mal eben angucken hier. Das sieht mir sehr gut aus, ist aber leider nur Level 6. Schade. Hier können wir den Boost aber noch anpassen. Sehe ich gerade, da können wir noch einen Boost anpassen. Also wir können keinen Boost anpassen, aber wir können halten zum Boosten, so.
So. Und das war's jetzt. Dann versuchen wir uns mal am Missionstisch. So, die Frage ist jetzt, ich hasse es, weil ich nie weiß, wo ich draufdrücken muss. Um eine bessere Rüstung zusammenzubauen. Ah, okay, das scheint das Richtige zu sein. Warum Missionskraft plus 1? Keine Ahnung, aber machen wir auf jeden Fall. Okay, erstes Ziel. Ohne mein eigenes Upgrade bin ich bei der Reparatur der Chimera keine Hilfe. Jarvis, was hast du für mich? AIM verlegt gerade ein experimentelles Landungsschiff mit Teilen, die sich für die Reparatur der Fertigungsmaschine eignen könnten. Leider ist es extrem gut bewacht. Aber AIMs Verteidigung ist auf einen großen Luftangriff ausgelegt. Wenn ich allein anfliege, mit der Schlucht als Deckung, komme ich rein und kann das Schiff entführen. Das ist riskant, aber ich sehe derzeit keine Alternative. Ich lade die letzte bekannte Position des Landungsschiffs auf ihr HUD. Wegen der Schlucht kann ich nicht alle Infos bestätigen. Sie sollten sich beeilen. Meine Rüstung ist nicht die neueste, aber sie sollte mich in einem Stück hinbringen. Höchstens zwei. Wir müssen schnell sein. Aktualisiere ihr HUD. AIM weiß von unserem Eindringen. Und wenn wir es einen Überraschungsbesuch nennen? Eindringen klingt, als wären wir dabei die Bösen. Jawohl, Sir. Also Beschaffungsausflug. Beschaffungsausflug, ja, das hört sich doch gut an. Ich weiß nicht, wie lange unsere Beute an ihrer Position verweilen wird. Alles klar, beeilen wir uns. Soll's nach oben gehen. Ich weiß gar nicht, wohin. Hallo? Wieso geht das nicht an? Interessant, wie viele AIM... Wie viel Feuerkraft hat AIM da unten? Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und wie viel davon ist Tech, die sie Stark Industries nach dem A-Day gestohlen haben? Unmöglich zu sagen im Moment. Wahrscheinlich sehr viel. Das Karma ist nicht Hallo. Mein Freund. Ich sehe nichts mehr. Leute! Die metaphorische Uhr tickt, Sir. Ich weiß, Kumpel. Die Chimera muss starten, bevor AIM sie findet. Und ich brauche eine anständige Rüstung. Okay. Weißt du, ich müsste keine Teile schnorren, wenn Bruce mich vor 5 Jahren unterstützt hätte. Die Rüstung schlägt sich tapfer. Sie nennen das wirklich ernsthaft eine Rüstung? Ausweichen, Junge, ausweichen. Witzig. Mach die KI frech, habe ich gesagt. Das wird lustig, habe ich gesagt. Du sollst ausweichen, komm. Hoch mit dir. Hoch. Du sollst hochfliegen. Was ist denn daran so schwer? Der Aufzug führt zu dem Landeplatz, den wir brauchen. Okay. Sieh dir das an. Gegen welchen Staat will AIM in den Krieg ziehen? Diese Munition ähnelt ebenfalls ihren Entwürfen. Da will man sie doch gleich in die Luft sprengen. Ja, genau. Mit Ausweichen hat das nicht so. Ich weiß ja. Hallo? Wieso fliegt der nicht mehr? Du sollst fliegen, Junge. Und dahin gucken, wo ich hingucke. Weg, genau. Ihr seid gleich weg. Keine Sorge. Ziel der Fassung, oh oh.
Wo ist er? Nein, du sollst ausweichen. Hallo. Ja, das ist ja mal. Na komm, treff ihn auch. Boah, die sind so nervig. Ich weiß nie, wo die gerade hin. Dingsen. Nein, du sollst ausweichen. Och komm, so kann ich dich nicht amüsieren. Also rückwärts ausweichen ist irgendwie nicht so einfach anscheinend für ihn. Mann! Nein, du sollst nach oben steigen. Junge, wenn ich A drücke, sollst du fliegen. Genau. Genau so. Das Ding nicht in die Luft jagen? Gehen Sie in den Aufzug. Okay. So. Was haben wir denn da? Ja, die Teile habe ich irgendwie zwischendurch auch mal anvisiert, aber... So richtig geholfen hat das nicht wirklich. Okay. Gehen Sie in den Aufzug. Machen wir doch gerne. Holen wir das Landungsschiff und hauen ab, bevor AIM große Geschütze auspackt. Buchstäblich. Ich stimme Ihnen zu, Sir. Dr. Tarleton würde mit Sicherheit nur zu gerne auf Ihrem Grab tanzen. Danke, Jarvis. Jetzt habe ich das Bild von George im Kopf, wie er auf meinem Grabstein herumhüpft. Verzeihung, Sir. Das Landungsschiff müsste direkt vor Ihnen sein. Hey, ist hier doch recht gemütlich. Also wenn jemand sowas sagt, gerade wenn Tony Stark sowas sagt, dann mache ich mir Sorgen. Wo zur Hölle ist mein Landungsschiff? Scan läuft. Das Landungsschiff wurde an eine sichere Position gebracht. Wir können es nicht vor dem Start erreichen. Doch, wenn wir die Rüstung um 300% überlasten und den direkten Weg nehmen. Sir, Sie könnten buchstäblich explodieren und diese Schlucht ist gefährlich. Schon, aber ich brauche die Geschwindigkeit. Vorwärts, Goose, und spiel was Schnelles. Oh, nein, 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 nein. Wow. Nein, 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 nein. Wo müssen wir denn hin? Oh, ich kann mit dieser verkehrten Steuerung nicht. Diese Rüstung ist alles, was ich noch besitze, Leute. Nachdem George Golden Acres niedergebrannt hat. Ich werde sie nicht aufgeben. Die Handschuhe machen komische Geräusche. Wo soll ich hin? Kein Wunder, Sie haben einen akustischen Dämpfungsschaltkreis verloren. Alle Systeme sind rot. Was du nicht sagst. Ich glaube, meine Ellenbogen brennen. Das Landungsschiff fährt hoch. Weiter, Sir. Jarvis, jetzt kann ich den A-Day wieder gut machen, der Kleinen helfen und ganz ehrlich es Georgie Boy zeigen. Natürlich mache ich weiter.
Vorsicht, Ihre Artillerie visiert Sie an. Ja, das ist ja auch alles schön gut. Okay. Das Landungsschiff ist geschützt. Löse mit der restlichen Energie der Rüstung einen EMP aus, wenn ich in der Nähe... Störimpuls. Geschafft. Jarvis. Ja, Sir. Ich habe das Landungsschiff gescannt. Es enthält die für die Reparatur der Fertigungsmaschine erforderlichen Teile. Ausgezeichnet. Sehen wir jetzt nach den Kindern und dann ab nach Hause. Bruce, Kamala, hört ihr mich? Laut und deutlich. Bruce ist im Harmraum und tut so, als wäre er... Ich will's gar nicht wissen. Und hattest du Glück da draußen? Klar. Bald haben wir alle neue Outfits. Die Fertigungsmaschine dürfte im Handumdrehen wieder laufen. Klasse. Ich kann's kaum erwarten, Bruce eine neue Yogahose zu machen. Oh, das hat Spaß gemacht. Es ist schön, wieder im Sattel zu sitzen. Ja, Sir. Sie haben nichts verlernt. Ah, das Schmeichelei-Upgrade funktioniert. Werfen wir einen Blick auf unsere Beute. Ah, das ist der Jackpot, Kumpel. Genau das brauche ich für die Reparatur der Fertigungsmaschine. Freut mich zu hören. Vor allem, da Ihre aktuelle Rüstung derzeit, wie sagt man, kaputt ist. Hey, er hat funktioniert, oder? Diese Tech kam mir gleich bekannt vor. Das alles basiert auf meinen Entwürfen. Manches ist sogar identisch. Sie nutzen die Übernahme der StarkTech wirklich voll aus. Ich hatte gehofft, Sie lagern das Zeug nur ein. Okay. Ja, es wäre schön, wenn wir dann auch nochmal laufen dürften, aber wir dürfen es wieder nicht. Also, oh, jetzt dürfen wir. Bewohner von Utah, jetzt weiß ich nur gerade nicht mehr, wo wir hin müssen. Fertigungsmaschine. Okay. Hier einmal rum, oder? Nehme ich an. Oder? Hier hin. Ah. Okay, verschiedene Aktivitäten gewähren Muster. Muster können von der Fertigungsmaschine an Bord des Helicarriers entschlüsselt und für die Herstellung von Outfits genutzt werden, um das Aussehen von Helden zu verändern. Ja, warum sollte ich das wollen? So. Ein gesperrtes kosmisches... Okay. Muster entschlüsseln. Ah. Alles klar. Das ist schon besser. Sehe ich nicht toll aus, Jarvis? Mach ein Foto. Gute Arbeit, Sir. Ja, neue Heldenfähigkeiten freigeschaltet. Angriffs- und ultimative Heldenfähigkeiten sind jetzt freigeschaltet. Navigiere zum Fähigkeitenmenü. Achso, okay. Das heißt, hier in diesem Menü, wo man was freischalten kann, also was kaufen kann sozusagen. Nein, ja. Nein, geh rüber. Hallo. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Ach, die sollen mir hier nicht immer... Doch, da war es jetzt aber richtig. So, was haben wir denn und was können wir denn? Wir haben zwei Punkte. Drücke während des Sprints Y, um Ziele automatisch zu erfassen. Das wäre schön, wenn hier unten dieser Mist mal weg sein würde, damit man das mal richtig lesen könnte. Halte X, um einen Aufwärtshaken mit Schubdrüsen auszuführen. Der Blocks aufhebt, okay. Und Gegner in die Luft schleudert. Das wäre natürlich geil, weil die Blocks nerven mich doch tierisch. Halte in der Luft X, um einen Sturzflug zu machen. Gegner in der Luft auf den Boden zu schleudern und beim Aufprall Gegner in der Nähe taumeln zu lassen. Hebt auch den Block auf. Das ist der Aufwärtshaken. Ah, ich würde sagen, ich mache dann eher das. Das hört sich wirklich sehr interessant an. Das nehme ich mal.
Okay, dann hätten wir noch was, was ich nicht ganz lesen kann. Hier kann ich noch weniger lesen. Drücke während des Ausweichens Y, um mit einer Drehung auszuweichen und zwei Repulsschüsse auf den anvisierten Gegner abzufeuern. Okay, der verbraucht dann aber die Energie. Aber ist nicht schlecht. Da würde ich sagen, nehmen wir das auch noch mit, ohne dass ich mir das andere mal angucken konnte. Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ich würde mir das sowieso nicht merken können. Das weiß ich jetzt schon, was ich da alles drücken muss. Aber das hört sich nicht schlecht an. Ikonische Missionsreihe verfügbar. Die Missionsreihe der unbesiegbare Iron Man ist jetzt verfügbar. Wähle am Einsatztisch, bla bla bla. Okay, also das scheinen jetzt nicht die normalen Missionen zu Endlich bin sein. ich wieder der Alte. Ich konnte etwas Energie nicht nur auf die Fertigungsmaschine, sondern auch auf andere Bereiche wie den Inventartresor umleiten. In Ihrem Tresor ist veraltetes Equipment, Sir. Soll ich es verbrennen? Was? Nein, das ist kein Müll, Jarvis. Das sind meine Sachen. Ich sehe mir das an. Wie Sie wünschen. So, neues Ziel, entrumpeln. Ich wollte jetzt aber eigentlich, darf ich hier noch mal was machen? Hallo? Ah, jetzt. Ich wollte eigentlich, nee, Moment, falsch, bei der Ausrüstung noch mal kurz gucken. Da ging doch gerade irgendwas rein. War das das hier? Den nehmen wir doch auf jeden Fall. Und schalten natürlich dann auch die Verbesserung frei. Der Rest ist nicht zum Verbessern. Okay. Ja, wir müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, durch die Tür da hinten durch. Ja. Und dann nach oben, oder was? Aber ich bin ja schon. Ne, jetzt, hä? Jetzt sollen wir wieder zurückgehen? Wollt ihr mich jetzt veräppeln oder soll ich jetzt irgendwie nach oben gehen? Sie steht hier so ein bisschen abwesend rum. Ich glaube, ich soll nach oben gehen, weil ich mir jetzt nicht sicher bin. Komm, beweg dich doch mal ein bisschen schneller hier. Ah, da ist noch was. Sehr schön. Kampfhandschuhe, aber ich glaube, die sind nicht besser. So, Inventarlagerung. Im Inventartresor werden überschüssige Ausrüstung und Artefakte gelagert. Ah, sehr schön. Ausrüstungs- und Artefaktbelohnungen werden automatisch an den Inventartresor geschickt, wenn alle Ausrüstungs-Inventarslots eines Helden voll sind. Der Inventartresor kann bis zu 300 Objekte verwahren. Okay, das ist auf jeden Fall viel. Dann schauen wir mal kurz nach. Siehst du? Kein Müll. Korrekt. Gewiss bewahren Sie hier noch viele andere Schätze auf. Sir, einige Vertreter unserer Freunde bei Shield sind jetzt an Bord der Chimera. Agent Morales ist im Command Nest. Möglicherweise kann sie mit den Teilen für die Chimera helfen. Klasse. Ich freue mich, Sie zu treffen. Also, ich weiß nicht, warum der. Ach so, das ist für Miss Marvel. Okay. Ja, dann lasse ich die Sachen erstmal drin. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne von mir aus was rüberschieben, was ich dann hier reintue. Moment, dann schieben wir das jetzt erstmal zu mir rein. Das auch. Kann ich das zu ihr reinschieben? Nee, das kann ich nicht machen. Okay. Dann werde ich mal gucken. Ja, die sind auf je. Hallo? Du sollst es eigentlich nur mal eben ändern. Die sind auf jeden Fall besser. Den Boost kann ich auch noch benutzen. Sehr schön. Da ist kein Boost. Das ist mit Verbesserung, wenn ich denn da mal reinkommen würde, ohne dass das immer wieder weggeht. So, das können wir leider noch nicht machen. Und das ist das Stärkste. Das können wir aber noch boosten. Das können wir noch mal boosten, okay? So, den Rest können wir nicht noch. Doch, das können wir noch mal. Ja, perfekt. So, ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber das Letzte.
Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, ich nehme mal an, dass das hier alles das Gleiche ist. Aber wir schauen trotzdem mal. Doch, das ist jetzt hier dieses Artefakt, genau, von Miss Marvel. Also das sind alles die gleichen Dinger. Warum dann so viele davon, weiß ich nicht. Aber egal. Ich wollte aber mal eben schauen, kann man das jetzt... Das könnte man jetzt theoretisch zerlegen, ja. Brauchen wir ja eh nicht mehr, ne? So, das auch nicht. Okay, das heißt, das zerlegen wir dann auch. Alles, wo Stark draufsteht, obwohl, ja, obwohl das ist Pym. Ja, die Sachen lassen wir mal vorsichtshalber. Ich bin mir noch nicht sicher. Panzerung, Reflektier, das hört sich irgendwie alles so ein bisschen so an, als ob man, nein, du gehst mir da rein. Als ob man das aufbewahren sollte. Aber so diese 0815-Dinger, die können wir auf jeden Fall alle zerlegen. Das ist schon mal gut. So, mit Agent irgendwas reden. Wo ist der denn? Ach so. Ja. Nein. Für das Projekt bin ich noch nicht bereit. Dann halt nicht. Der ist da hinten. Oder die ist da hinten. Willkommen zurück, Avenger. Ich habe was Neues für Sie. Hallöchen. Ich habe gehört, S.H.I.E.L.D. ist im Haus. Ich bin Agent Alessandra Morales. Ab sofort bin ich Ihr Kontakt zu S.H.I.E.L.D. Falls Sie Kapazitäten frei haben, kommen Sie zu mir. Es gibt einiges zu tun. Schön, Sie kennenzulernen, Morales. Ich muss ein paar Teile finden, um das alte Mädchen hier flott zu machen. Vielleicht kann ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und nebenbei meinen alten Freunden von S.H.I.E.L.D. helfen. Und? Könnten Sie uns diesen Gefallen tun? So, Gruppierungsaufträge. Gruppierungsaufträge sind Aufgaben, die Gruppierungserfahrung XP gewähren. Hast du genügend Gruppierungs-XP erhalten, wird deine Gruppierungsrang erhöht. Dafür erhältst du Belohnung und den Zugriff auf höherstufige Ausrüstung bei den Gruppierungshändlern wird freigeschaltet. Heißt jetzt was, dass ich mir meine Heldentruppe machen soll oder ist das so ein Mehrspielerkram irgendwie, was mich eh nicht interessiert? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme das mal einfach so hin. drücke A zum Akzeptieren. Nein, ich möchte nicht weiter akzeptieren. So, dann kann ich wieder schlafen. Im Gemeinschaftsbereich Sir, mit dem ein neuen S.H.I.E.L.D.-Mitarbeiter ist zu uns gestoßen. Sie finden ihn im Gemeinschaftsbereich. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt zwar aufmachen zum Gemeinschaftsbereich, aber da das ja anscheinend doch noch eine längerfristigere Aufgabe hier wird, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.